Meine Lieben und welcome back bei mir. Mein Name ist Chevy und ich bin unabhängige Sensi-Beraterin. Heute, am Sonntag, ein denkwürdiger Sonntag. Beziehungsweise ich hatte meinen denkwürdigen Tag schon am Donnerstag, denn seit Donnerstag rieche ich endlich wieder. Das heißt, wir haben heute einiges zu besprechen. Das Einzige, was jetzt natürlich noch ist, ist, meine Stimme ist noch etwas belegt. Und irgendwie dieser Schnupfen, das hat sich so festgesetzt, es nervt. Es nervt. Aber ich bin heilfroh, dass meine Nase wieder funktioniert. Deswegen, also mit der belegten Stimme kann ich leben. Kaffee schmeckt auch wieder. Und wir fangen gleich mit dem Blauen an, aus der Chase Rainbows Kollektion. Ich rieche ihn ja endlich. Also. Also ich muss ja wirklich sagen, im kalten Zustand ist er echt seltsam. Also ist echt seltsam. Weil, ja, süße Melonennoten schimmern vor einem strahlend blauen Himmel, während sie, ja, genau, ist wieder, ja, es ist wieder, ja, genau das, was ich, ja, ich bin wieder sehr schlecht vorbereitet. Was heißt sehr schlecht vorbereitet? Also ich habe es ja eigentlich rausgedruckt, aber mein Drucker, der druckt nicht mehr richtig raus. Das ist echt nervig. Das ist echt nervig. Ach, toll. Ah, dieses. Ja, Luft fehlt mir auch noch ein bisschen. Aber, ja. Es gibt Schlimmeres. Es gibt Schlimmeres. Deswegen ist, hallo. Ah, nee, das ist es nicht. Ich darf nicht so schnell reden, dann bin ich so schon wieder aus der Puste. ja. Hallo? Gibt's doch nicht. Ja, ich bin eigentlich. Ja. Meine Güte. Ich bin wieder sehr gut vorbereitet. Ohne Scheiß, Leute. Übrigens, weil ich es jetzt gerade sehe, die Chase Rainbows Kollektion kommt nicht wie vorher geheißen, glaube ich, am 11. April. Die kommt jetzt am 18. April. Da steht's, genau. Süße Melonennoten schimmern vor einem strahlend blauen Himmel, während ein Hauch von Moschus dem Duft Tiefe verleiht. Ich weiß nicht. Also, irgendwie Melone riecht es gar nicht. Also, ich habe ihn in der Gästetoilette ausprobiert. Also, die ersten paar Stunden, muss ich echt sagen, musste ich mich wirklich zusammenreißen. Also entweder hat mit meiner Nase noch was nicht funktioniert. Ich habe irgendwo, also entweder rieche ich andere Komponenten raus. Ich habe keine Ahnung, aber ich musste wirklich zusammenreißen, dass ich ihn nicht ausmache. Aber ich muss dann sagen, der hat für mich dann irgendwie blumig gerochen. Ich habe keine Ahnung. Er ist frisch, ja, aber seltsam frisch. Es ist, also,
Also der würde definitiv auf Platz 5 landen. Wo wir dann schon dabei sind, bei Orange. Leer. Der ist fruchtig. Also ich habe es dieses Mal echt mit fruchtig richtig krachen lassen, weil ich wollte alles riechen. Ich wollte alles riechen. Der ist, wenn man so ran riecht, hat er echt so ein bisschen was. Also für meine Nase jetzt momentan. Also ich glaube, meine Nase ist momentan echt noch ein bisschen. Ja. So, wenn ich jetzt dran rieche, der mich für mich ein bisschen nach Marzipan. Ist aber Quatsch. Es sind drinnen frische Clementinen und Orangenscheiben scheinen zwischen Wölkchen aus cremiger Vanille. Gut, kann natürlich sein, dass meine Nase momentan denkt, Vanille ist Marzipan. Aber ich habe ihn im Flur, hatte ich ihn drinnen. Also der ist mega. Er ist wirklich mega. Also wenn er an ist, er ist wirklich. Ja. Sehr gut. Und habe ich. Muss nebenbei hier noch ein bisschen. Meinen Liebling. Den Black Cherry Bourbon. Wieder ins Schlafzimmer rein. Oh, und der ist echt mega. Diese Kirsche. Ist Kirsche und Mandel in dieser Kombination ist wirklich absolut geil. Oh, ich liebe den. Ich liebe ihn wirklich. Leer. Schwarzkirsche, Bourbon und Mandelcreme bilden eine reichhaltige und traumhafte Kombination. Oh ja, der ist und wirklich im Schlafzimmer ist er echt so mega geil. Und dann habe ich mal wieder den Rockin' Reuben Red. Ich sag's ja, ich hab's fruchtig. Ich habe, glaube ich, den kompletten Bar im Wohnzimmer drin. In 4 Lampen. Ich habe in jeden Ding 2 Würfel rein. Oh, und der ist auch so gut. Ich weiß gar nicht mehr, wie. Ich habe, glaube ich, gar nicht mehr viele von denen. Ja, drei. Drei habe ich noch. Wir haben eine fruchtige Mischung aus saftiger Orange, frischer Erdbeere und süßer Bonbon-Glasur. Oh. Also dieses Fruchtige kommt bei dem richtig gut raus. Dann habe ich leer gemacht. Ich habe leer gemacht. Den Summer Sunshine. Ach, der ist auch so, der ist wirklich. Wenn ich mir das Wetter teilweise so anschaue, also gestern war ja hier die Hölle. Also wir hatten alles. Wir hatten Regen, wir hatten Schnee, wir hatten Hagel, wir hatten Gewitter. Und dann mit einem Mal strahlend blauen Himmel und Sonnenschein. Verrückt. Es war wirklich verrückt. Und da war der Duft natürlich mega. Man konnte sich auf die Couch legen. Die Augen zumachen und sich an irgendeinen Strand beamen. Weil dieses Kokosnuss, das ist einfach mega. Das ist wirklich mega. Brauche ich echt mal wieder Nachschub, weil der ist leer. Wir haben Ananas und Kokosnuss sonnen sich unter den Strahlen warmer Mandarine. Also die Ananas ist jetzt nicht so präsent. Es ist wirklich. Dominant ist Kokosnuss und dann dieses Fruchtige von der Mandarine. Also mega, 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 mega. Und dann habe ich auch leer gemacht.
Den Paradise Petals. Also wie schon gesagt, das ist ja der einzige Duft mit, wo man eigentlich wo ich eigentlich erst gedacht habe, es sind irgendwie Rosenblätter drin, aber der ist wirklich mega fruchtig, mega blumig. Und die Kombi ist auch absolut geil. Ich habe den in der Küche wohlgemerkt drin. Und der Hammer. Der ist echt, also in der Küche finde ich den richtig geil. Wir haben drin Neroli und Orangenschalen winken aus einer Utopie tropischer weißer Blüten. Ach, der nächste Urlaubsbar. So, ist der dritte Orange. So, dann natürlich meinen absoluten Liebling. Der Welcome Home. Ja, ich musste ihn jetzt mal wieder nach paar Monaten Abstinenz. Wenn man den Deckel schon aufmacht, dieses zimtige, fruchtige. Boah, der wäre bestimmt eine geile Kombi mit dem Black Cherry Bourbon. Also, die Aussprache ist momentan auch noch nicht so toll. Oh ja, ich muss das mal probieren und muss da nochmal einen Würfel Welcome Home reinschmeißen. Oh, der ist wirklich mega. Ja, warm und einladend mit Zimt und Gewürzen. Es bedarf es keiner weiteren Worte. Ich muss den wirklich. Den nehme ich mir da gleich mal wieder mit runter und werde ihn natürlich mal mit dem Black Cherry Bourbon mischen. Wird bestimmt eine geile Kombi. Und dann meinen zweiten Liebling. Den habe ich ja im Club. Jack's Obsession. Ah, musste ich hier drei Würfel reinmachen. Ach, der ist auch so Apfel, Zimt, Gewürze. Ach, nein. Gewürznelken. Aber der Apfel reißt raus. Apfel und Zimt, der ist mega, mega, mega fruchtig. Oh, ich liebe den. Ich liebe den und der bleibt im Club. Der bleibt im Club. Weil man weiß nie, ob der wirklich wiederkommt. Und wenn der weg wäre, ich wäre todtraurig. Ich habe zwar, glaube ich, noch ein paar. Habe ich, glaube ich, noch. Ah, nee, die sind da drüben drin. Also ein paar habe ich schon noch. Aber da ich ja jetzt meinen Club auf 2 Monate gemacht habe, also ich kann ihn jetzt nicht mehr monatlich machen, sondern der muss jetzt 2 monatlich bleiben oder ich ende ihn irgendwann 3 monatlich, aber das tue ich nicht, weil 2 Monate ist schon sehr lang. Also aber gut. Man hat ja dann das ganze Jahr Zeit, um zu horten. Und wie schon gesagt, ich muss ein bisschen haushalten mit meinen Bars, zumindest mit meinen Club-Bars. Aber der bleibt definitiv drin. Und ich weiß auch ganz genau, sollte der wirklich, also sollte er wieder erwarten. Also ich gebe ja echt ungern Prognosen ab, aber ich weiß es nicht. Ich kann es echt nicht sagen, ob der Halloween wiederkommt oder nicht. Sollte er wirklich wiederkommen, werde ich ihn vielleicht auf 2 erhöhen. Weil er ist richtig geil. Also das ist, ja. Also wie schon gesagt, Welcome Home, der und der Black Cherry Bourbon. Das sind momentan so meine. Das sind meine 3 Favorites. Aber der Jack, wie schon, ich sage ja, ich habe es ja mit Nightmare Before Christmas. Also
Oder? Ne, hier ist die. Doch, hier ist er. Ist er hier? Ja, hier ist er. Hier ist der Jack. Da kommt irgendwann auch natürlich nochmal der Zero hin. Ja, aber ich liebe den einfach. Ich liebe den einfach und der bleibt im Club. Nicht, dass ich da nochmal so einen Fehler begehe wie mit dem Black Cherry Bourbon. Aber man kommt ja immer wieder an die Sachen ran. So, meine Lieben, das war's von mir und meinen verdüftelten Düften, die ich endlich wieder rieche. Es wird jetzt auf jeden Fall noch mal ein Video dann kommen, heute noch. Es gibt nämlich wieder News für morgen. Und mein Waschmittelexperiment ist auch endlich fertig. Ich muss jetzt dann nur noch ein bisschen ausrechnen und rumrechnen. Ob ich das heute noch schaffe, weiß ich nicht. Aber das kommt auf jeden Fall die Tage. Und in diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, ich freue mich über ein Däumchen, ich freue mich über ein Abo. Ihr dürft mich weiterempfehlen, ihr dürft Partys buchen. Whatever, ich freue mich wirklich über alles. Vor allem jetzt, da ich ja endlich wieder riechen kann. Ist das mega. Wer auch noch eine. Habe ich nämlich auch gegossen. Die Chase Rainbows Kollektion. Wer eine haben möchte, sich bitte melden bei mir. Dann bekommt ihr die zugeschickt. Zum Durchschnüppern. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sonntag und macht's gut.